Moin Moin und herzlich willkommen zu The Division. Ja, The Division sollte fast jedem ein Begriff sein von Tom Clancy. Ich habe das damals gespielt, wo es rauskam. Ist so schon eine ganze Weile her. Da steht auch noch mein Charakter. Ich habe ungefähr, glaube ich, Spielzeit 2 Tage oder so gespielt. Dann habe ich es weggepackt. Und jetzt habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Mache mir natürlich einen neuen Charakter. Und den zweiten, also wenn euch dieses Let's Play hier gefällt, dieses Game auch an sich, würde ich den zweiten gleich hinterher knallen, wenn wir hier mit dem ersten durch sind. Also ich spiele nur die Story jetzt. Multiplayer werde ich nicht anrühren. Und beim zweiten mache ich dasselbe. Na? Mal gucken, wer Bock hat. Vielleicht, man kann ja auch die Story zu zweit, zu dritt, zu viert spielen, keine Ahnung. Wer sich dann mal mit einklinken möchte, kann ja dann mal was schreiben. Und dann kann man sich ja mal treffen und dann kann man ja mal eine Runde zusammen die Story spielen. An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, aus der ganzen denn Region strömen an diesem Tag Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen, 9000 Geschäfte in der wechseln am Freitag Waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten Ausbruch. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem keine Züge, die in Brücken sind gesperrt. Hier die ist Pocken Kriegsgebiet. Sind eine echte mehr Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS. Dass oder es Ebola nicht genügend Impfstoff da gibt, muss um ich alle. Unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehr. Unsere Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. So, wir sind in der Charakterentwicklung. Charaktergestaltung einfach. Ja, markieren. Okay. Wir sind männlich. Oh je.
Haare kann ich ja noch verändern. Sehr gut. Das lassen wir so. Farbe der Iris. So. Haar. Gucken, ob wir meine auffinden. Ja, die sieht doch schon... Ja. Das ist meine Friese. Guck. Oh je. Oh! Ja, das ist er. Gesichtsbehaar. Mal gucken, ob wir das auch hinkriegen. Oh je. Nee. Lassen wir so. Gut. Ich bin zwar Straßenköterblond, aber ich lasse die Haarfarbe jetzt. Okay. Markierung. Narben. Nee, das lassen wir mal. Kriegsbemalung, ja. Warte mal. Wieso gehst du nicht runter? Jetzt. Gibt es denn hier noch? Also ich denke mal, ich werde bei der 3 bleiben. Ja. Oder nehme ich die? Im Gesicht brauche ich nichts. Ich nehme die. Gut. Schön schwarz. Perfekt. Zubehör. Johnny Cage wins. Nee. Das lassen wir mal. So, bestätigen. Aktiviere Agent Ragnar Zockt. Jawohl. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gott, wie ging das nochmal? Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Lauter Belohnung hier. So, ne? Achso. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung.
Sag mal, jetzt reicht's aber hier mit den Belohnungen. Es hört gar nicht mehr auf. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Betreten eines sicheren Bereichs. Oh, Junge, die übertreiben das aber echt. Oh, mir egal jetzt. Ja, ich glaube, hier treffen wir richtige Spieler, genau. Mann, ich will keine Belohnung mehr. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich, Lieutenant. Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. So, ne? Die tun, was sie können, um einen Anschein. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Ja, was soll ich denn machen? Respekt für diese Leute, wie die Marionetten sagen. Das sind ganz normale Leute aus der Nachbarschaft. Das sind wir. Aber das sind nicht die Einzigen da draußen. Habt ihr schon mal von etwas namens Wo sind jetzt meine Missionen? Nee, ich will keinen Spieler finden. Oh, Geldbörse. Die ist auf Null. Okay. Hier kann ich Zeugs kaufen. Aber ich finde auch ganz viel Loot. Meint ihr denn mich? Ach, ich geh jetzt rein. Warte mal. Ich geh jetzt raus. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ja. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Na klar. So, erste Mission. Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen. Ich
Ich habe ein neues Kleidungsstück in meinem Inventar. Oh, sehr schön. Ich flehe sie an. Ich habe Familie. Ja? Tja, ich nicht. Nicht mehr. Alter. Hier? Nee. Oh, doch. Na, was denn nun? Er will nicht springen. Bist du Freund oder Feind? Verstehe. Also looten kann ich die nicht. Gut. Vermisste Vorratskiste geortet. Ich habe die Musik extra ausgemacht. Erstens aus urheberrechtstechnischen Gründen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Und weil ich auf die Atmosphäre stehe, ja, die die Stadt hergibt. Finde ich richtig, richtig gut. Ah, bin ein bisschen erkältet, also entschuldigt vielleicht meine Aussprache. Könnte sich etwas seltsam anhören. Fertigkeiten. Dü. Haben wir schon. Medizin, Technologie, Haftgranate. Viel ist nicht, ne? Kann das sein? Talente gibt's noch, Vorteile gibt's noch. Ja, dann nehme ich mal Impulsgeber. Verschickt einen Spürimpuls der Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckung markiert. Ja. Okay. Bedrohung von 2? Oh, da. Markierte Position in der Nähe. Wie soll es erst im Sommer werden? Komm schon. Ich sag's doch, da rührt sich nichts. Scheiße. Das ist das würde leicht werden. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Okay, oder? Achso, hier. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Oh, scheiße, was? Mann! Die sind ziemlich treffsicher. Ich nicht. Scheiße. Oh, scheiße, wie mache ich das? Wie ist das mit meiner... Mit meiner Heilung, das stand gerade da, aber ich habe das... Nein! Oh mein Gott.
Ich habe einfach Kreis gedrückt, X gedrückt. Naja, ich werde da wieder reinkommen. Definitiv. War das jetzt hier mit? Oh, ja, das war jetzt vergebens. Wir zwingen New York in die Knie. Ich sag's dir, das Last Man Battalion ist völlig irre. Kann ich warten? Die Schlacht dort ab! Das war gut. Das war schon besser als vorher. Zur Abholung markiert. JTF informiert. Das war ein Nebeneinsatz. Okay. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Credits. Nicht viel, aber ein paar. Die Sachen eigentlich verkaufen oder sollte ich die lieber wegschmeißen? Ich probiere die mal näher zu verkaufen. Mal gucken, ob das geht. Mission wählen, okay. Gut. Nebeneinsatz, Nebeneinsatz. Habe ich noch keinen Haupteinsatz? Also keine Hauptquest? Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Natürlich, ich bin auf dem Weg. Wie weg? Ach, Granate, okay. Werf ich die auch gleich, wenn ich nach links drücke? Wo? Egal, ich ertrag das nicht. Bedrohung gefunden, 2. Ich teste mal die Granate. Sieht nicht gut aus. Oh Mann. Ah! Oh Scheiße, warte, ich muss nachladen. Scheiße. Okay, war doch ganz cool. Alles nehmen. Was haben die denn hier geguckt? Ach so, nach dem Typen. Ich dachte, die haben eine Kiste hier zu stehen. So, aber wie schmeiße ich jetzt die Granate? Ich habe eine Splittergranate. Ha.
Also optisch verändert sich gar nichts. Schade. Also noch zumindest nicht. Trotzdem wäre cool, wenn ich wüsste, wie ich die Granate schmeiße. Steuerung. Nee. Das mache ich mal aus. Ah, hier. Dark Zone. Ach, Mensch. Einfach kurz anklicken. Mit Kreis abbrechen, alles klar. Das sieht aus hier. Vermisste Vorratskiste geortet. Oh, was haben wir hier? Hier ist Morphium. Willst du was? Jetzt? Lass den Scheiß. Die JTF kann jede Minute hier sein. Wir sterben doch sowieso alle. Ich würde lieber entspannt abtreten, als mit Kugeln in der Brust. Wir könnten es sofort machen. Such einfach weiter, ja? Wollen wir's hin? Sounds, die sind geil, die sind richtig geil. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Bereich verteidigen. Na geil. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe, ey. Ey, ist so dunkel, ne? Das sieht ja jetzt erst. Da kommt noch mehr. Gib schon auf! Hol dich, Jungs! Oh, die sind abgehauen. Verdammt! Gib schon auf! Mach mich! Bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Ah, die helfen mir jetzt.
coole Sache. Trefft ihr nicht. Habt ihr es gesehen? Luft raus. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Stufe 2 erreicht. Jo, dann werde ich erstmal wieder zurück zum Safe House, mir ein bisschen Munition und sowas holen. Genau, ich werde jetzt hinlaufen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, ja, zur nächsten Folge. The Division. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr müsst ja liken, kommentieren, abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.